Seid ihr bereit für den nächsten Part? Seid ihr bereit, Kanto, frische Luft in Kanto zu schnüffeln, in Urania City am Hafen? Wo die Seemöwen rüber rumquieken? Noch, so wenn wir rauskommen, so hört ihr die Seemöwen, dass das Meer raschelt, klatscht gegen die Steinfassade des Hafens. Die Boote in der Umgebung schaukeln. Und irgendwo im Hintergrund jammert ein Kind, das ein Eis will. Guten Tag. MS-Wacker legt in Urania City an. Einmal aussteigen und... Wir hören einen Remix der Original-Soundtracks aus den Originalspielen. Aus Pokémon Rot und Blau und Gelb und so. Natürlich hier nicht, aber es gibt ein verstecktes Item. Weil ich das Eisen hier. Ja. Das weiß ich noch. So, aber hören wir mal der Urania City an. Guten Tag. Du kannst jetzt nicht an Bord. Hi. Du kommst aus Johto? Dort sollen viele seltene Pokémon leben. Mit dir nach Kanto zurückzukommen, ist wie, als würde ich das Wochenende auf Land fahren zu meiner Oma. So fühlt es sich gerade so ein bisschen an. Als Kurzurlaub. Hallo. Das Schnellboot fährt immer mittwochs und sonntags. Ach, schön. Ist das nicht toll hier? Eingangs zum Hafen von Urania City. Hallo? In Kanto treffen sich talentierte Trainer. Arenaleiter sind besonders stark. Es ist nicht leicht, sie zu besiegen. Und seht ihr was? Ein riesen Relaxus-Breit. Man muss jetzt überlegen, Relaxo auf Game Boy, also auf Pokémon Rot und Blau, war halt ein Block breit. Ne? Hier ist es vier Blöcke breit. Und dementsprechend muss man hier schon mal, kann man schon davon ausgehen, dass die Geografie hier so ein bisschen angepasst wurde. Und hier versperrt tatsächlich, wir können doch nicht nach Alabastia in Vertania City. Ein Relaxo den Weg zum Felstunnel, den Eingang. Gehen wir erstmal in den Markt rein, gucken, was hier so los ist. Hallöchen. Ich habe vor, in Saffronia City einkaufen zu gehen. Kann's machen. T-Rocket ist nicht mehr in Kanto. Das allein ist schon ein Grund zu feiern. Willkommen, womit kann ich dienen? Hyperbälle kann ich mittlerweile kaufen, das ist gut. Hier ein Brief, Umschlag mit Trittini. Habe ich früher wirklich mal gemacht, also ich habe früher mit Freunden halt viele Briefe, Pokémon mit Pokémon getauscht haben, zum Tragen gegeben. Ich kauf... Nein! Nein! Ja, 11 Hyperbälle. Und ein paar Hypertränke. Geht auch klar. Mann, ich achte wirklich nicht aufs Geld. So. Das war's. Danke, danke, danke. So. Fangen wir an. Hallo. Im Laufe vieler Jahre haben die Dicke einen langen Tunnel gebaut. Dieser Tunnel führt zu einer weit entfernten Stadt. Es gibt 8 Arenen in Kanto. Das große Gebäude ist die Pokémon-Arena von Urania City. Gehen wir gleich hin. Ich glaube, hier gibt es auch ein Item, ne? Ja. Hyperheiler. Hyperheiler. Ist das Pokémon-Fanclub? Nee, ne? Hast du schon von dem Magnetzug gehört? Er fährt Naturkarts der City in Johto. Ich möchte in der Saffronia City um den Magnetzug zu sehen. Unbedingt. Das sind so ein Zug-Enthusiast, ne? Die sind immer mega schlimm. Pokémon-Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Das ist eine Pipi, was? Ach so, das ist eine Poké-Puppe von Pipi. Oh. Ich liebe es, wie Pipi mit seinen Fingern wackelt, wenn es Metronom einwendet. Entzückend. Entzückend. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclub. Ich habe über 150 Pokémon aufgezogen. Ich bin sehr kleinlich, was Pokémon betrifft. Bist du extra hergekommen, um etwas über mein Pokémon zu erfahren? Jo, klar. Sehr schön, dann hör gut zu. Also am liebsten habe ich Galoppa. Es ist süß, lieb, klug, anmutig und wunderbar. Nicht wahr? Zu sehr wild. Schön. Liebenswert. Ich verehre es. Ich denke, du übertreibst so ein bisschen. Ich glaube, man sollte mal jemand hier herkommen und mal den Galoppa mitnehmen und überprüfen, ob das noch gut geht. Knuddel es, wenn es schläft. Warm und weich. Oh, und sensationell.
Großartig, einfach göttlich. Oh, die Zeit vergeht. Ich habe dich so lange aufgehalten. Danke, dass du mir so lange zugehört hast. Das möchte ich dir geben. Danke. Ein Bonbon. Das Sonnenbonbon macht Pokémon stärker. Meine Pokémon sollen lieber durch ihre Kämpfe stärker werden. Du kannst es haben. Ich denke mal, jemand sollte wirklich mal hier Kontrolle machen. Naja. Unser Vorsitzender ist sehr rätselig in Bezug auf Pokémon. Habe ich gemerkt. Schau dir mein süßes Lorbelat an. Das Blatt auf seinem Kopf ist so goldig. Oh, ist das nicht schön. Blatt. Ja, ich kann es verstehen. Immer nur reden über Blätter hier. Dort war ich drinne. Der Hafen Orania City ist das Tor Kantos zum Meer. Hier legen Luxusdampfer aus aller Welt an. Und das hier finde ich wirklich äußerst schade, ne? Meine Güte, war ich damals enttäuscht, das weiß ich noch. Ich war sehr enttäuscht, dass das hier nicht fertig gebaut war. Man kommt doch 3 Jahre später hier an und es ist immer noch nichts. Ein Macholo brüllt laut, während es auf den Boden stampft. Ich werde nur alt und grau, bis das hier fertig ist. Na, du bist ja schon alt und grau. Mein Pokémon ebnet das Land für ein Bauwerk, aber ich habe nicht genug Geld für das Projekt. Oh. Tut mir echt leid. Was ist das hier für ein... Ach, ein Angler, ne? Hallo. Ich bin ein Profi-Angler, der älteste der Gebrüder-Angler. Kennst du zufällig Angler Alfred? Er angelt an der Route 44. Er hat mir telefonisch einen super Tipp gegeben. Gesagt, ihm habe ich zu verdanken, dass ich ganz viele Sekte Pokémon fangen konnte. Das war ein Tag. Oh, wahrscheinlich kriege ich nicht die Angel, weil ich noch nicht was anderes habe. Ja. Ich dachte, habe ich wohl eine Angel übersehen. Macht ja auch nichts, wer angelt denn schon freiwillig, nicht wahr? Ach, du hast da einige Orden, die ich noch nie gesehen habe. Ah, jetzt begreife ich, du hast sie in Johto erhalten. Auf dem Schnellboot findet man viele Trainer, gegen die man kämpfen kann. Vor Dickes Hülle liegt ein schlafendes, fettes Pokémon. Das wäre eine fantastische Gelegenheit, es zu fangen. Aber wie weckt man es auf? Muss man es unbedingt aufwecken, um es zu fangen? Man schmeißt einfach einen Pokéball und hofft, dass es drin bleibt und gut ist, ne? Müssen die Pokémon dafür extra aufwachen? Ne, wir gehen jetzt gleich zur Arena, Leute. Wir haben keine Sorge, wir gehen gleich zur Arena. Danke, Pipi, Pokémon sind wieder topfit. Komm hier jetzt wieder vorbei. Es ist halt nur eine Elektro-Arena, Major Bob müsste hier sein. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider überhaupt einsetzen? Ja klar. Tubella setzt der Schneider ein. Ja, welches Pokémon ist stark gegen Elektro? Habe ich eins? Ich meine, Mogelbaum ist halt Stein. Also an sich ist das schon das beste Pokémon, was ich habe gegen Elektro-Pokémon. Aber wie ihr sehen könnt, macht Elektro ja trotzdem Schaden. Naja, versuchen wir jetzt unser Bestes. Hey, du Champion Spee. Dieses Mal hattest du Glück. Mensch, Bob ist sehr vorsichtig. Er hat überall in der Pokémon-Arena Fallen aufgestellt. Aber die Fallen funktionieren nicht. Du wirst mich aber problemlos erreichen. Was? Wie, die Fallen funktionieren nicht? Nein, wir gehen... Oh. Wir nehmen die Kämpfe trotzdem alle mit, ne? Mensch, Bob hat mein Talent Elektro-Pokémon... Hat mein Talent für Elektro-Pokémon erkannt. Glaubst du, du kannst mich besiegen? Glaubst du allen Ernstes? Oh, die Musik, ne? Ist jetzt komplett anders. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Selbst die Kampfmusik haben sie aus Pokémon Rot und Blau übernommen. Nur ein bisschen Remix. Finde ich mega cool. Mega cool. Gefällt mir schon. Mit meinen Johto-Pokémon in Kanto unterwegs zu sein. Gibt's nie Wahl, ne? Gibt's nie Wahl. So, Steinhagel. Ich habe noch Wuchtschlag, ne? Aber setze ich lieber selten ein. Ja, super. Ah, das gefällt mir. Und die Erfahrung werden wir brauchen. Das Team ist vollständig, Leute. Die Erfahrung werden wir brauchen, wenn wir wirklich gegen Rot kämpfen. Und das wird heftig. Rot wird heftig. Da müsste doppelt so hoch sein wie jetzt. Mumbai. Und ich werde wahrscheinlich nicht drum herumkommen, aber ich werde, bis wir das machen,
nicht leveln, aber wenn wir da hingehen und ich nicht gut gelevelt bin, werde ich nochmal eine Trainingssession eingehen, statt machen müssen. Ja. Das werde ich dann nochmal tun müssen, die Trainingssession. Vor Rot. Ja. Attacke gegen den, Donnerwelle. Keine Wirkung. Und nochmal Fußkick und die Attacke wieder nehmen. Dann nein, zum Glück nicht. Also ich habe wirklich Respekt, ne? Aber ich freue mich einfach sehr, Kanto nochmal zu entdecken. Und ich bin aber der Meinung, sie haben Lavandia auch ein bisschen abgeschwächt, zum Glück. Oh, wie schockierend. Oh, hi. Ich werde dich fertig machen. Du wirst gleich einen Schlag bekommen. Schade, dass sie das Rätsel nicht eingebaut haben, ne? Das mit den Schaltern. Ignatz. Bisschen schade, aber soll's. Walzer. Alter Mogelbaum ist wirklich die Trefferrate und die Schnelligkeit von Mogelbaum halt gar nicht da gefühlt, ne? Okay. Immerhin kann er Schaden zufügen. Das ist die Hauptsache. Elektroball. Also ich liebe die Musik hier im Spiel. Es gibt manche Musik, die so ein bisschen, ja, die Drachenhöhle zum Beispiel, die ist ja sehr merkwürdig gewesen. Gut gemacht, Finale. Toll, gut gemacht. Aber so einige, die Parkmusik nachts, ne? Oh mein Gott, einfach. Die sind wunderschön. Noch ein Elektroball. Ja, wir werden sowieso nochmal rausgehen, nochmal uns aufheilen im Pokémon Center und dann machen wir die nochmal, ne? Da gehen wir zum Pokémon Arena Leiter da. Ach komm. Muss das? Jetzt Volltreffer, ne? Super. Bei dem wenig KP-Punkten noch. Noch ein Elektroball. Meine Güte, bist du wirklich. Kreativ unterwegs, ne? Der hat sich wahrscheinlich ein paar Pokebälle an die Hüfte gehangen und in echt waren das keine Pokebälle, sondern nur Elektroballs. Ich habe ein ganzes 4 Pokémon-Team und in echt bewegen sich die Pokebälle, die er schmeißt. Naja. Ignaz wurde besiegt. Ah, ich stand jetzt so sehr unter Strom. Sieht man deine Haare, die steigen da oben. Lass dir den Sieg über mich nicht zu Kopf steigen. Major Bob ist stark. Glaube ich. Du willst Major Bob besiegen? Dann musst du erst an mir vorbei. Ich habe kein Problem damit. Gentleman Alfred. Pikachu. War es nicht so, dass das Pikachu aus der Game Edition, wenn man es übertauscht, dass es hier sogar in echt noch Pika sagt? War das so? Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube schon, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Die Initiative steigt. Steinhagel ist nicht stark gegen Elektro? Vati. Nö, doch nicht. Aber Boden ist doch stark gegen Elektro. Ach komm, ich mache einen Wuchtschlag hier jetzt. Reicht jetzt. Volle Kraft voraus. Ich habe versagt, Mensch, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Als ich noch mal mit der Armee war, hat Mensch mein Leben gerettet. Okay. Lass dir den Sieg und mich nicht zu Kopf steigen, Major Bob ist stark. Wenn die fallenden Trainer funktionieren würden, wärst du schon längst hinüber. Warum? Weil ich einen Schlag bekomme,
Naja. Einmal zum Pokémon Center. Und dann gucken wir mal. Dann wird Major Bob mal ordentlich mal. Ja. Da wird seine Leitung wird gekappt. Ja. Ja, genau, der war gut, oder? Der war so gut. Nee. Gehst du mal aus dem Weg, Jimmy? Jimmy! So. Dann öffnen wir nochmal den Beutel. Gucken wir uns nochmal die TM durch. Ja, was ist stark gegen. Was ist nochmal stark gegen Elektro? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass schwach gegen Elektro ist. Aber eigentlich ist doch Stein doch Eisenschweif. Boden, ne? Wollen wir ihr einen Schaufel dabei bringen? Mogelbaum? Kann sogar lernen. Ja, bitte. Nee. Nein. Ja. Dann ist es halt zu schade. Aber. Dafür sind die Attacken zu wichtig. Braucht halt eine gute Kampfattacke und keine Kampfattacke, die halt nur 5-mal einsetzbar ist. Also klar, schon die als Notnagel, ne? Was kann man sehen, was für eine Trefferrate die Attacke hat? Angriff 100, Gegner wird verwirrt, aber. Da steht nicht, wie die trifft, oder? Sag mal her. Da steht das halt nicht. Also, keine Ahnung. Ich empfehle mich. So. Kleiner Kerl. Es war vielleicht nicht sehr klug, mich herauszufordern, aber das muss ich dir lassen. Du hast Mut. Ich bin die Nummer 1, was Elektro-Pokémon betrifft. Ich habe den Kampfplatz nie als Verlierer verlassen. Ich werde dir eine pfeffern, wie ich es mit meinen Feinden im Krieg tat. Du hast dir einen gescheuert, eine gepfeffert? Oh yes, die Musik. Yeah, Wuchtschlag. Donner. Au! Level 44, das ist ja. Nein, auch noch die Para? Fängt ja sehr gut an. Es fängt halt so gut an. Es fängt so geil an. Kann ich die Situation heiraten, bitte? Ich liebe alles daran. Es bringt nicht Top Genie so eins Letzte, weil er mich dann sofort sowieso tötet. Gibt es einfach nicht. Ja, meine Edition ist verhext, Leute. Ich bin verflucht. Ich bin verflucht. ich bin ja so dumm. Ich muss halt immer irgendwas machen, das ist die Sache. Ja. Weil der hat direkt einen Mogelbaum getötet. Ich muss das halt jetzt machen, das tut mir leid, aber der hat. Was soll ich da denn machen? Ja. Expert. X-Bot? Ich bin schneller, das muss man sagen.
Ja, nee, er ist schneller, weil ich paralysiert bin. Holy Moly. Mogelbaum, bitte tu was. Wie jeder wichtige Kampf einfach immer beschissen anfängt. Guckt es euch mal an. Alter, ist der heftig. Ich komme da gar nicht drauf klar. Elektroball. Wir wechseln das Pokémon. Granbull. Der wird ein bisschen was tanken. Weil ich muss Mogelbaum hochheilen. Boah, einfach. Ich komme da gar nicht drauf klar. Das mit X-Bad, das wird ja auch nichts. Mit Impagato wird das genauso wenig. Genauso wenig was. Oh shit. Wirklich. Krasserei. Wird immer nur stärker, wenn es trifft. Kreideschrei. Senkt die Verteidigung. Macht nichts. Stark. Krasserei. Rums. Sternschauer trifft immer, egal wie hoch die Ausweichrate ist. Krasserei. Ich hoffe, ich kann mit Raserei hier gut rasieren. Raserei wird immer stärker. Granbull wird das schon aushalten. Er ist ein Tank. Granbull, du bist ein... Granbull! Es gibt es halt einfach nicht, oder? Was soll ich dazu sagen, einfach? Granbull liegt einfach am Boden. Ein Magneton. Ja gut, wir haben jetzt mit Glück eine Kampfattacke. Die ist aber natürlich nicht stark, ne? Fußkick. Oh Gott, ich liebe es. Fußkick. Blitzkanone. Sehr coole Attacke, muss ich ehrlich sagen. Fand ich mal schon cool. Oh, wir treffen zum Glück. Ey, zum Glück mal hier keine Nasslock-Challenge. Wir bleiben drin. Ich mach einfach Fußkick. Ich hasse das, ne? Ist so schlimm, wenn die das machen. Ah, Steinhagel. Sternschauer. Ja, kann man machen. Der wird sowieso gleich in die Luft explodieren, wenn er wenig KP hat. Oh, danke. Eieieiei. Letztes Pokémon und es ist Electek. Sehr cool. Electek fand ich schon immer ganz cool. Da versuche ich mal mit Wuchtschlag. Ich versuch's einfach mal. Donner. Daneben. Wuchtschlag. Daneben. Sehr gut. Ausgangssituation dieselbe. Wuchtschlag nochmal. Donner. Daneben. Wuchtschlag. Trifft. 46 ist es. Oh, ist verwirrt. Ja, super. Bringt halt nur nichts, ne? Dann machen wir jetzt Fußkick. Schlag dich selbst, schlag dich selbst, schlag dich selbst, schlag dich selbst. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gegnerische Pokémon nie. Nie. Donner tut natürlich ordentlich weh. Ich treff nicht. Mann. Bitte hau dich doch mal selbst. Ja, danke. Jetzt treff. Treff. Danke. Oh mein Gott. Ey, wenn ich hier eine Nasslock-Challenge drauf mache, hätte ich verloren. Hätte ich einen Mogelbaum verloren. Schon öfter. Ah, du bist stark. Also gut, mein Junge. Du erhältst einen Donnerorden. Das ist trotzdem, ich gehe eher mit Charme hier raus. Der Donnerorden erhöht den Innenwert deiner Pokémon. Du darfst stolz darauf sein, dich besiegt zu haben. Hörst du? Okay. Hey, Junge. Schlägst du dich immer noch herum? Meine Pokémon und ich sind immer noch dabei. Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Sage ich mal so. Ich habe jetzt nicht mit Stolz gewonnen.
Aber ich fand das schon ziemlich heftig, wie das wieder Anfang des Kampfes lief. Meine Pokémon treffen fast nie, wenn es darauf ankommt. Die wollen das nicht. Das ist mit Absicht so. Gut, dann hauen wir ab. Wir haben noch ein bisschen Zeit, 5 Minuten. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Gucken wir uns wunderschöne Routen an hier. Hier war früher der Smetbo-Trainer. Was gibt's hier für wilde Pokémon? Weiß ich nicht. Die Straße vom Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Tunnelpfad. Also ist die Urania City. Das ist natürlich schade. Was gibt's hier für Pokémon? Magneton. Magneton, sag ich, Magnetilo. Ja. Interessant. Also Joto-Pokémon wird man hier, glaube ich, kaum begegnen, oder? Na, gehen wir weiter. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ist da irgendwas? Nö. Wo kann man denn hier hoch? Hallo? Willkommen in Saffronia City, die Heimat des Magnetzugs. Das sage ich schon uns immer, aber der Magnetzug fährt momentan nicht. Die Stromzufuhr ist unterbrochen, weil es im Kraftwerk ein Problem gibt. Oh, na super. Ah, oh, Saffronia City. Du bist von Joto hergekommen? Wenn der Magnetzug läuft, bist du ganz schnell wieder zu Hause. Ah, ist ein Pokémon Center. Die Zentrale von Silsko und der Magnetzugbahnhof sind sehenswürdige Orte in Saffronia City. Hallo, bleib stehen. Im Norden von Lavandia City ist ein großes Kraftwerk. Ich bin gerade durch den Felstunnel gekommen. Da war irgendwas im Gange beim Kraftwerk. Oh je, Mine. Habe ich schon geheilt jetzt hier? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Man muss immer heilen. Immer. Das gehört für mich dazu. Neuer Ort. Ins Pokémon Center einmal heilen. Ihr wisst es. Damit man, falls man besiegt wird, dass man genau dort wieder ist, wo man als letztes sich aufgeheilt hat. Aufgeheilt. War hier nicht auch ein Haus irgendwo, wo man rein kann? Haus von Mr. Psycho. Hallo, Mr. Psycho. Du hörtest es so. Genau, danke. TM29 ist Psychokinese. Sie kann die Spezialwerte des Gegners senken. Und ist natürlich auch sehr stark. Das darf man echt nicht vernachlässigen. In Fatalis City gibt es ein Haus für Trainer. Dort treffen sich Trainer der gesamten Welt. Der ganzen Welt. Hi. Das ist die Silph Company, berühmt für ihre Pokémon-Artikel. Team Rocket wollte sich wegen dieser Waren für diese Waren für sich nutzen und so weiter. Das ist natürlich alles nicht so schön, ne? Silphco, Bürogebäude. Oh, je, meine. Aber ich glaube, man kann da eh nicht so viel tun, aber wir gehen mal rein. Hier spielt auch wesentlich eine freundlichere Musik, ne? Willkommen, das ist das Bürogebäude der Silph Company. Nur das Personal zutritt zu den oberen Geschossen. Aber da du nun schon mal da bist, gebe ich dir dieses hübsche Souvenir. Upgrade, das ist halt für Porygon. Das ist das neueste Produkt des Silph Company. Das gibt es noch nirgends zu kaufen. Okay. Sehr interessant. Dann heißt es wohl im nächsten Part die Arena machen von der Psychotante, wenn wir da reinkommen. Ich hab nichts gegen Psycho, Leute. Ich hab doch nichts dagegen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.